So, endlich die Belagerung von Paris erfolgreich abgeschlossen auf Seiten der Franzosen. Verteidigung der Hauptstadt. Engländer haben sich ein blutiges Näschen geholt. Gut, dass wir es hinbekommen haben und das ohne wechselnden Schwierigkeitsgrad. Ich bin sehr, sehr froh. Jetzt haben wir neue Inhalte freigeschaltet und schauen die uns mal gemeinsam an. Erster Blick. Wie funktioniert das eigentlich, das Bauen, das Konstruieren einer Plattenrüstung? Auf den Schlachtfeldern des Hundertjährigen Krieges lauerte überall die Gefahr. Um sich gegen diese Waffen zu verteidigen, wurde eine neue Art von Rüstung erfunden. Der Plattenpanzer. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. Er bot beeindruckenden Schutz und war eine außergewöhnliche technische Errungenschaft. Now one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both of these pieces are made out of the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see, it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Nicht nur seine Form gab ihm Stärke, sondern auch die Art, wie Plattner das Metall bearbeiteten. Now the benefits of using heat is obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. Gute Plattner konnten die Temperatur des Metalls auf einen Blick abschätzen. Die richtige Hitze stärkte das Metall. Die Kombination aus wärmebehandeltem Metall und festen Formen ermöglichte weniger dicke und schwere Rüstungen. Man konnte viel leichter darin kämpfen. Doch Plattenrüstung von hoher Qualität hatte auch einen Nachteil. Sie war extrem teuer. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is a brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Der gepanzerte Ritter war praktisch unverwundbar. Doch Rüstung bot nicht nur Schutz. Sie war auch eine Waffe und zeigte die Macht und das Ansehen eines Ritters. Die Rüstung macht ihren Träger zu einem Kunstwerk. Wie immer super interessant, diese Filme. Also wieder spielen Dokus. Aufklärung, Informationen über das Mittelalter, über Technologien und über Gesellschaften verknüpft mit einer spannenden Kampagne. Das finde ich echt, also mit rasant designten Missionen, finde ich echt cool gemacht. Das ist mal was ganz anderes als diese 0815 Heldengeschichten, wo man irgendwelche Halbgötter auf Beinen verfolgt durch die Zeitläufe, sondern das alles ist viel realistischer. Was ich auch sehr mag, ist diese Filme, die wir gleich auch wieder sehen, wo wir eingeführt werden. In die nächsten Missionen, wo man dann so sieht, wie vor Ort die Landschaften und die Gebäude heutzutage aussehen. Dann mit gelben Konzeptzeichnungen, die Leute, Männchen und die Frauen aus dem Spiel heraus dann so drüber gelegt werden, weil da kann man sich so richtig, ich weiß nicht, viele von euch kennen das so sicher, man kommt als Tourist in irgendeine Stadt rein, sieht eine Stadtmauer und denkt sich, ja, dann fängt man an nachzudenken und malt sich aus, wie das damals ausgesehen hätte. Und hier werden diese Träume, diese Tagträume, plötzlich Realität. Und das finde ich eine sehr pfiffige Sache, weil das uns dort abholt, wo wir sind, als Leute, die in alten Städten oder in mittelalterlich geprägten Altstädten noch herumlaufen und so weiter, sie schweifen lassen. Also da werden wir dort abgeholt und ins Spiel, und das wird dann verknüpft mit dem Spiel. Das gefällt mir echt gut. Nächster Text, Edward, der schwarze Prinz. Edward, der schwarze Prinz von England, rief als größter Krieger seiner Zeit Bewunderung und Schrecken zugleich hervor.
1556, bei der Schlacht von Poitiers, sah sich Edward einer überlegenen französischen Streitmacht gegenüber. Doch seine kühnen Taktiken wendeten das Blatt. Er provozierte gegnerische Ritter zu riskanten Sturmangriffen und attackierte mit seinen Langbogenschützen und Rittern die geschwächten Flanken. Am Ende des Tages war das feindliche Heer zerschlagen und der französische König sein Gefangener. Doch die milde Behandlung dieser Gefangenen erwarb sich Edward zwar einen Ruf der Ritterlichkeit, doch unter der gemeinen Bevölkerung Frankreichs galt er weiterhin als Monster. Die Brutalität der Überfälle des Schwarzen Prinzen, bei denen er hunderte Dörfer plündern und niederbrennen ließ, war berüchtigt. Im Guten wie im Schlechten war der Schwarze Prinz das Vorbild der englischen Ritterschaft im Hundertjährigen Krieg. Ritterlich gegenüber Gleichgestellten auf Seiten des Feindes, unbarmherzig und unmenschlich gegenüber sozialen Niedergestellten auf Seiten des Feindes. Wer sich mit Leuten auf Augenhöhe wähnt, sozial, ehrt man die, guckt man auf Leute herab, also auf die meisten Menschen, bringt man sie um, quält sie und beraubt sie. Wie man das halt so kennt. So, machen wir weiter und schauen, wie die Kampagne weitergeht. Die Mauern von Paris hielten dem englischen Ansturm stand. Der englische König Edward und der Schwarze Prinz brachen die Belagerung ab. Sie marschierten stattdessen nach Chartres, um ihr Glück mit einem weniger eindrucksvollen Ziel zu versuchen. Doch bevor sie den Angriff wagen konnten, wurde die Armee von einem schrecklichen Sturm getroffen. Der 1000 englische Soldaten durch Hagel und eisige Winde tötete. Die Katastrophe des Schwarzen Montags erschien Edward als göttliche Vergeltung und als Zeichen dafür, dass es Zeit war, den Krieg zu beenden und mit Frankreichs König Johann Frieden zu schließen. Doch selbst nachdem die Könige den Frieden besiegelt hatten, durchlebte das Volk Frankreichs noch Blutvergießen und Aufruhr. Eine Mission rund um Bürgerkrieg, Unruhen und Plündereien. Zwischen 1358 und 1370 versank Frankreich im Chaos. Bauernaufstände, marodierende Söldnerbanden und Bürgerkriege verwüsteten das Land. Bauern erhoben sich, töteten ihre Herrscher und richteten verheerende Schäden an. Söldnerbanden durchstreiften das Land. Die sogenannten Brabanzonen wurden ursprünglich von den Engländern gegen die Franzosen angeheuert, mit dem Friedensschluss jedoch fallen gelassen. Systematisch plünderten und brandschatzten sie Siedlungen in Frankreich. Und da König Johann in England gefangen war, sah sich sein Sohn Karl der Dauphin von mächtigen französischen Adligen bedroht. So in die Enge getrieben, mussten die Streitkräfte des Dauphins die Kontrolle über ihr eigenes Land zurückgewinnen. Frankreich im Chaos. 1364 sind wir angekommen. In diesem Jahr bestieg der Dauphin, der Thronanwärter, den Thron und wurde zu König Karl V. von Frankreich. Konfrontiert mit Bedrohungen durch Bauern, Söldner und Invasoren, bestand seine erste Machtprobe darin, in einem Reich, in dem Chaos herrschte, wieder Ordnung herzustellen. So, freue mich sehr drauf. Bin sehr, sehr gespannt, wie das aussieht und ob das wieder so hektisch wird wie die Mission, die wir gerade hatten, oder ein bisschen entspannter. Mal gucken. Aber die haben eine große Missionsvielfalt, insofern bin ich optimistisch. Ich darf mal kurz darauf hinweisen, wir zeichnen für YouTube auf, für meinen Let's Play. Dort wissen die Leute mittlerweile Bescheid, aber die verzeihen mir das vielleicht. Wir haben gerade auf Twitch, wo wir aufzeichnen, viele neue auch drin,
Kurzer Hinweis an euch, wenn ihr euch für das Spiel interessiert, noch bis zum 11.11. einschließlich könnt ihr bei Interesse einen Community-Gutschein nutzen, den ich bei GamesPlanet für euch bekommen habe. Da entstehen die Preise, die ihr seht, deutlich runter, also das Spiel ist ohnehin rabattiert, nochmal 10% gehen runter bei beiden Verkaufsversionen mit unserem Community-Gutscheincode. Den Link darauf kennen die Twitch-Chat-Moderatoren, die posten den sicher auch jetzt gleich in diesem Augenblick. Das ist der Link und der Code, den findet ihr da, über den das funktioniert. Ich verdiene aber mit, deshalb stand da eben Werbung in der Ecke. Auf YouTube, das ist alles hier drunter in der Textbeschreibung. Wir machen weiter und starten. Viel Spaß euch allen und mir viel Glück. Der kürzlich gekrönte König Frankreichs, Karl V., entsandte seine Armee in das von Franzosen gehaltene Dorf Évreux, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Wo ist brennt erstmal alles? Die Armee gegen drei schwerwiegende Bedrohungen ausrücken. Marodierende Söldnerbanden, die das Land plagen, eine Bauernrevolte und die Angriffe eines Rivalen auf die französische Krone, Karl von Navarra. Muss ich erstmal ordentlich reparieren. Dann noch ein paar Dorfbewohner mehr. Die französische Armee begann mit der Rückeroberung der von Aufständischen beherrschten Dörfer Cochrel, Jouy und Croissy. Truppen anschauen. Es ist fast nichts da. Ein paar Wachtürme, hier können wir uns Holz holen. Hier könnten wir auch noch eine Mühle hinbauen. Ganz viel muss man erstmal reparieren. Da haben wir ein paar Scouts. Ich schicke mal einen Scout hier unten rum, auf dem Weg hier. Und dann zurück zum Dorfzentrum. Der bringt erstmal die Schafe hier rüber. Hier hin bitte. Wir haben wieder Leute, die nichts zu tun haben. Hier mal runter. Nee, hier reparieren bitte. Brennt noch irgendwas? Da hinten brennt noch was. Oh Gott. Einmal hier hin. Einmal hier reparieren. Helfen. Jemand, der nichts zu tun hat. Da sind die fünf hier vorne. Nahrung vor allem. Dorfzentrum, noch mehr Leute. Während die französische Armee sich damit mühte, die Landstriche wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, fiel eine Bande englischer Brabanzonen über sie her. Diese Söldner hatten sich von der englischen Armee gelöst und plünderten nun zu ihrem eigenen Verdienst das Umland. Nahrung, Holz sammeln hier bitte. Die Franzosen entdeckten das verborgene Lager der Brabanzonen und würden den Raubzügen der Engländer ein Ende setzen können. Dazu mussten sie das Lager allerdings noch zerstören. Die Brabanzonen verlangten eine Zahlung der Franzosen, wenn sie ihre grausamen Raubzüge unterlassen sollten. Bauen wir hier einen Palisadenwall mal. Aber bitte von der Innenseite aus. Ich weiß nicht genau, von wo die Feinde kommen. Ich tippe mal von hier. Tribut zahlen, um die Angriffe der englischen Brabanzonen oder das Lager zerstören. Lager war hier oben. Hier kommen schon Angriffe. Hi, geht da schnell. Ach nein. Außenrum. Wir bauen hier mal ein Tor rein. Oh, das ist nicht gut. Bitte wieder zurück hier oben hin. Wenn das Tor steht, dann können die hier rausmarschieren. Die haben wir gerade noch gerettet. Und wieder rüber. Und gibt es hier irgendwo eigentlich Ressourcen? Keine Ahnung. Holz, bitte. Das ist nochmal ein Späher. Müssen wir gucken, ob wir irgendwo Ressourcen finden. Wir reiten hier mal raus. So, jetzt fangen wir mal an. Hey, die müssen die doch klein kriegen hier. Na, geht doch. Können hier nicht drüber feuern? Doch, geht doch. Ein Angriff zurückgeschlagen.
Sah man leider fast gar keine Truppen mehr. Streitkräfte wehrten den Angriff der Brabanzonen ab, doch noch immer zogen viele ihresgleichen auf der Suche nach Proviant und Reichtümern durch das Umland. Felder? Ressourcen, Nahrungssammelrate erhöhen, Holzsammelrate erhöhen, viel mehr Leute rekrutieren für Holz, mehr Einheiten, das ist eine Kaserne, mehr Speerkämpfer, das hilft auf jeden Fall, hier vorne hin und genau, dann nochmal zwei Ritter, die stellen wir noch hier vorne hin, das ist das Dorfzentrum, Häuser, Häuser, Häuser. Was ist hier vorne? Das sind die Lager, die wir zerstören müssen. Und die sollten wir zurückerobern von den Rebellen, die beiden Orten. Da können wir doch auch, das ist ganz gut, wenn wir das früh machen. Da können wir nämlich mit Marktplätzen darüber. Schon wieder welche. Hier bitte hin. Wir ziehen mal die drei hier rüber und hier rein in den Außenposten. Dann ballert der. Bogenschützen mehr, bitte. Tja. Und er feuert hier drauf. Steine haben auch nicht noch keiner. Muss auch schon wieder nachbauen. Und auf Zentrum baut und baut und baut. Holz ist da, Nahrung ist da. Wir brauchen mehr Truppen. Nahrung ist relativ wenig da. Das heißt, wir schicken mal ein paar Leute hier rein und bauen mal die nächste Mühle. Erstmal ein Feld hier. Mit denen dann hier runter und noch eine Mühle. Die bauen wir mal. Hier außen hin. Da bauen wir eine hin. Da können die nämlich auf die Jagd gehen. Kann er rüberrennen mit seinen Schafen? Die bauen das hier. Die gehen hier daneben hin. Der sucht hier mal alles ab, ob er noch irgendwas findet. Weitere Truppen. Hier oben müsste eigentlich neu gebaut werden, sonst haben wir ein Problem. Die quartieren wir mal aus. Bauen wir hier eine Steinmauer? Wir haben kaum Steine, noch nicht. Erstmal ein Palisadenwall wieder neu. Dann hier unten. Genau. Die betreiben. Ja, das läuft gut. Dann auf die Jagd. Rüstung. Offenmoder können mehr tragen. Hier vorne gibt es schon wieder einen Kampf. Truppen einmal rüberschicken hier vorne hin. Die schicken wir mal rüber. Wieder an die Arbeit. Hier noch mehr Nahrung bitte. Noch mehr Truppen rekrutieren. Wir wollen vor allem auch viele Speerträger, Speerkämpfer, das war ein bisschen dünn hier. Das reicht knapp, aber nicht, ist nicht wirklich gut. Oh, wir werden hier unten, ja, hier werden wir weiter angegriffen. Das hat geklappt, wir brauchen viele neue Leute. Holzhammer in rauen Mengen, wir schicken die Leute mal woanders hin. Nämlich hier vorne hin und reparieren ja mal jetzt mal einen neuen Außenposten hinter die Mauer, oder? Einen hinter die Mauer. Einen dahinter. Genau, einen dahinter. Dann noch weitere Truppen rekrutieren. Das ist die Kaserne. Speerkämpfer, die brauchen wir anscheinend in rauen Mengen. Wir müssen auch demnächst wieder ein Haus bauen. Noch mehr Bogenschützen, bitte. Können wir eigentlich auch eine Epoche weitergehen? Können wir nicht. Im Augenblick habe ich nur Quellen für Nahrung und sonst für nichts.
können aber demnächst mal einen Marktplatz in Ordnung bringen. Jetzt bauen wir mit denen hier noch den Palisadenwall wieder in Ordnung. Hier können wir drei Dorfbewohner reinschicken und dann wird gefeuert. Bitte das hier in Ordnung bringen. Hier vorne, offenbar Speerkämpfer und so weiter. Könnt auch mal eine Schmiede bauen. Eine erste. Für Technologien setzen wir mal hier unten hin. Neue Häuser brauchen wir, 7 Leute nicht zu tun. Achso, die Dorfbewohner können ja auch von hier aus schießen. Wir schicken mal 2 Dorfbewohner hier rein. Die feuern genauso gut wie andere. Hier sind 3 drin. Funktioniert. Die Bogenschützen stellen wir hier vorne hin. Die Speerkämpfer schicken wir raus. Die schießen. Weiter Truppen bauen, bitte. Und ein neues Haus bauen wir. Einmal hier, die nächsten Technologien. Ritterzeit, wir müssen einmal weiter. Können wir überhaupt in die Ritterzeit reinkommen? Das hat geklappt, hier wieder Retour. Den lassen wir abbrennen, bauen einen neuen auf die Innenseite. Und zwar hierhin, bitte. Hierhin, die Kollegen hierhin, alles okay. So. So langsam wird's. Ganz, ganz langsam. Wir zahlen einen Tribut an die Kollegen hier. Wenn das nicht so viel wäre, wäre das ja okay. Aber ich weiß gar nicht, weiß einer im Chat, wie man Tribut zahlt? Kann man einen... Wir können noch nicht eine Epoche weiter, ne? Nee, es geht nicht. Oh. Bitte einmal auf die Jagd. Gold und Steine fehlen uns, vor allem Gold fehlt. Also naheliegend wäre eigentlich, dass wir mal entweder ein Goldlager finden. Da kommen wir gar nicht durch. Oder dass wir mal eine der anderen Siedlungen, glaube ich, mit in Kontakt aufnehmen. Dann können wir von denen Handel treiben über den Marktplatz. Danke an Claire Cowboys fürs Abo verschenken. Und an Uwe fürs Verschenken ebenfalls. Also vor allem an Claire Cowboys. Es ist sehr großzügig. Vielen lieben Dank an dich. Wo ist der Speer? Da vorne? Ah, der kommt hier nicht durch, weil wir hier kein... weil wir hier kein Tor gebaut haben. Bauen wir hier mal eins rein. Immer weiter Einheiten produzieren. Noch mehr Speerkämpfer. Noch mehr Bogenschützen. Die Bogenschützen postiere ich mal in der Mitte, dann können die hin und her auf beide Seiten rennen. Und von den Dorfbewohnern schicken wir 3 hier rein, dann ist der auch voll belegt. Dann schicken wir den hier vorne hin. Und die lassen wir jetzt hier einen zweiten Außenposten bauen daneben. Mit ihm gehen wir mal gucken, wie die Lage aussieht. Die sind schon wieder angegriffen, da warten wir einen Moment ab. Ja, da sind wieder die Einheiten hier. Werden immer fleißig beschossen. Immer weiter Einheiten produzieren. Und zurück hier vorne hin. Haben wir noch Dorfbewohner hier. Die 3 hier vorne rein. Hier bitte runter. Und hier bitte neu bauen. So, arme Dorfbewohner, die nichts zu tun haben. Sogar sehr viele, das sind die hier alle. Alle, die nichts zu tun haben, schicke ich mal in die Mitte. Da scheint nur ein Mensch zu sein. Ein neues Haus bauen wir hier bitte unten hin. So, jetzt gehen wir mal auf die Suche nach den Kollegen hier oben. Und schauen uns sie mal an. Bauen bitte. Mal gucken, ob wir da oben irgendwie etwas entdecken.
Bevölkerungskapazität erreicht. 14 Leute nichts zu tun. Das sind aber auch die 12, die in den Außenposten sind. Das ist ein bisschen irreführend. Mal gucken, wer hier alles kommt. Ja. Noch mehr Nahrung oder einfach in die Mitte setzen, als es gibt so viel zu reparieren hier irgendwo und die platzieren wir mal hier in der Mitte. Mit dem Scout reiten wir hier oben rauf und schauen uns die Situation hier mal an, wie viele Truppen hier sind. Es sind gar nicht so viele. Aber die greifen schon länger nicht an, ne? Hier ist ein Marktplatz, ne? Oder? Ein Dorfzentrum. Also ich glaube, wir sollten erst die Bramanzonen ausschalten, denke ich mal. Mit zumindest einem Teil unserer Truppen. Wir warten den Angriff von denen ab. Wir brauchen effektiv viel mehr noch an Speerkämpfer. Und alle neuen Truppen, die entstehen, stellen wir hier hin. Da müssen wir noch weitere Häuser bauen, bitte. Fürs Einheitenlimit. Jetzt ziehen wir jetzt trauen uns mal mit allen Dingen hier rauszuziehen, mit ihnen entgegen. Ich würde gerne den einen Scout mitschicken, haben wir eine bessere Reichweite. Ob das hier reicht, weiß ich nicht. Wir versuchen die mal auszuheben. Und alle neuen Truppen hier hinten bitte hin. Könnte knapp werden, aber wir geben uns Mühe. Und die hier bauen noch ein paar weitere Häuser hier vorne hin. Fürs Einheitenlimit, damit wir uns darum nicht kümmern müssen. So. Jetzt marschieren wir mit denen vor. Hier nehmen wir Gold mit. Kann der Späher sich holen, ne? Das ist wichtig, so kann man nämlich Upgrades durchführen. Für Speerkämpfer verbessern zu erprobten Speerkämpfern. Das machen wir als allererstes, das ist super wichtig. Dafür schmeißen wir alles andere hier raus aus der Schlange. Und warten hier auch ab, bis wir das Level up haben. Können wir sowas auch bei den Bogenschützen machen? Ja, dafür brauchen wir noch einmal 300 Gold. Nahrung haben wir in rauen Mengen. Wir könnten gucken, dass wir vom Dorfzentrum aus nochmal ein bisschen mehr Holz hier sammeln. Achtung, wir werden angegriffen. Haben wir schon die erprobten Speerkämpfer? Noch nicht. Nein! Immer noch die Nicht-Norm. Wann ist denn die Forschung fertig? In Kürze. Gleich sind sie fertig. Können wir in der Schmiede noch eine weitere Forschung machen? Nee, dafür müssen wir erstmal in die Ritterzeit anscheinend, ja. Die S marschieren wir hier vor. Bin mal gespannt, ob das klappt. Ob wir den Vorstoß erfolgreich abschließen oder ob wir eins blutig uns ein blutiges Näschen holen.